So, hallo Fußballfans, ich bin hier in der großen Freiheit auf dem Kiez. Hier bin ich ja auch teilweise groß geworden. Also der Kiez ist für alle da. So, dann wollen wir uns mal freuen morgen, ab morgen Abend. Derby-Zeit, Derby-Time. Wollen wir sehen, wie das geht. Ich hoffe, das bleibt ruhig. Dann könnte das ein schönes Spiel werden. Also ich sehe St. Pauli als nicht als klarer Favorit, aber als Favorit. Leichte Favoritenrolle, weil sie auch zu Hause spielen. Ich hoffe, dass unsere Jungs nicht bei Hel Bels in die Hose scheißen, sondern richtig die Brust raus und dann geht das richtig ab auf dem Kiez hier. So kenne ich das von früher. Wer eine Hose geschissen hat auf dem Kiez, hat schon verloren. Das dazu. So, da wollen wir zu den Spielern kommen. Makanov oder Makalov oder Kalaschnikow, ich weiß nicht, wie der lange da heißt. Da muss, hat unser Jonas seine Mühe mitnehmen kann. Aber da wird er sein Gesellenstück machen. Ich traue denen alles zu. Den Jonas David, guter Junge, und er bleibt auch bei denen, alles klar. Aber gut, Meißner haben wir auch noch, der langt auch hin. So, dann haben wir unseren Borsthaler, da müssen wir natürlich aufpassen. Guido macht immer ein Tor, also auch. Der macht auch Scheiße wie Terror ein Tor. Aber wir haben unseren Robert Latzel, für mich ein ganz großer, guter Fußballer. Der ist noch zu kurz hier, der macht hier noch ein paar Tore, da werdet ihr euch noch wundern. Für mich ist das eine Granate. Von den Torjägern für mich fußballerisch der Beste, der hier in Hamburg war. So, das dazu, ja, die tun mir hier ja nichts, weil ich ja hier auch vieles kenne. Ja, der Kiez ist auch für alle da. Ich bin die dritte Generation hier in Hamburg. Bin gekommen in Chicago, in Club 88, in Scheiler. Also entschuldige mal eben, ich kenne hier alles aus dem FF. Also da gibt es nichts. So Jungs, da vorne ein paar Worte von Kiez hier. Ihr wisst, Peter hat nie Manschetten, der hat nur Manschetten von Zahnarzt. Sonst geht das immer geradeaus weiter. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Aber ich tippe mal, Jungs, seid mir nicht traurig oder ärgerlich. Ich habe auch Respekt vor St. Pauli, das wisst ihr. Ich tippe mal auf ein gutes 2-2. Denn deshalb sind wir alle zufrieden. Aber ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Alles klar, nur der HSV, Jungs. Haut rein, das Tango und kein Theater am Morgen. Das wäre schon alles wichtiger. Kein Pyro und keine Flaschenschmeißer rein hier. Dafür für mich alles klar. Alles Gute, ich wünsche euch was. Macht euch einen schönen Morgenabend. Und Peter jetzt sitzt auf die Couch und hofft, dass wir gewinnen. Alles klar, nur der HSV.